the things you do. I tell you, you're running around, you know better, daddy. I can't stand it cause you put me down. Ooh, I put a spell on you. Yes, I did, because you're mine. Oh, mine. Jenny Williams. Ich bin 63 Jahre alt und ich komme aus Hirschberg in Bayern. Ein Applaus für Jenny Williams! Oh, wow! Okay, also darum bin ich hier. Ja, darum bin ich hier! Das ist The Voice. Danke. Wie du gerade, also das Ende, das war so wunderschön. Ich hatte überall Gänsehaut, alle sind aufgesprungen. Du hast alles gegeben, das war so schön. Von der ersten Sekunde, ich hoffe, du hast gesehen. Du hast, ich glaube, eine Note gesungen, ich habe mich umgedreht, weil danke. Es einfach, diese ganze Seele hat den ganzen Raum gefüllt. Es war so wunderschön. Vielen Dank. Danke sehr. Unglaublich. Also ich könnte nicht glücklicher sein, wenn du in mein Team kommen würdest. Ich würde wirklich... Wollen wir mal abwarten. Wahnsinn, was für eine Stimme. Ich konnte gar nicht buzzern, weil ich immer dachte, so, wenn ich mich vorgebeugt habe, dann hier sind ja die Boxen. Ich habe immer so, nee, ich will es hören, ich will es noch hören, ich will es hören, ich will alles hören, ich will nichts verpassen. Du hast unglaublich gesungen. Du hast danke. So viel in deiner Stimme und man hört natürlich irgendwie den Soul, die Geschichte. Ich kann es nicht erwarten zu hören, warum diese Stimme so klingt, wie sie klingt. Ich würde gerne alles von dir wissen und dir alles von mir geben. Deshalb würde ich mich sehr freuen, mit dir hier weiterzuarbeiten. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Oh, Jenny, man hat gehört, was du in deiner Stimme hast. Da ist ganz, ganz viel Geschichte drin, ganz, ganz viel Lebenserfahrung, so viel Soul und Herzblut. Und du hattest ein Drehbuch, das finde ich geil. Du wusstest, was noch kommt im Song. Ich glaube, du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hast erstmal smooth angefangen und dann ging es immer weiter. Und dann hast du die Spirale wirklich bis zum Gipfel getrieben. Und das mag man ja, wenn wirklich dann auch so eine Story auch aufgeht, dann quasi das große Finale am Ende ist. Und da, glaube ich, hast du nicht nur uns hier auf den Stühlen gehabt, sondern auch alle hinter uns und alle vor dem Bildschirm. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Richtig schön. Du hast unfassbar geil gesungen. Danke. Ich habe das gehört und dachte, okay, auf jeden Fall eine erfahrene, professionelle Sängerin. Vielleicht reicht es nicht, um zu gewinnen, tatsächlich, bei The Voice. Dann habe ich dich gesehen und habe gesehen, dass du mehr machst, als einfach nur das Lied zu singen. Sondern du hast wirklich dein ganzes Herz und dein ganzes Leben in diesen Moment irgendwie reingeschüttet und in dieses Mikrofon reingepustet. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Und, sag danke. Ich finde, wenn du bei dir bleibst und bei genau diesem Gefühl, was du jetzt gerade hattest, dann kannst du diese Staffel von The Voice of Germany gewinnen. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich bin ja jetzt neu hier, ich habe nicht so viel Erfahrung wie du, aber ich meine, wenn hier jemand irgendwie sowas gewinnen kann, ist das ja wohl so eine Stimme, oder? Ja. Yes. Kommt auf den Coach an, ne? Bestimmt kommt es auf den Coach an und der Glaube, jeder Künstler auf der Bühne braucht auch immer einen dahinter, der an ihn glaubt.
Von daher, ich würde mich sehr freuen, wenn du in mein Team kämst. Ich habe große Lust, mit so einer großen Stimme zu arbeiten. Weil du musst dich jetzt entscheiden. Ehrlich gesagt, ich wollte euch alle haben als Coach. Das wird ein super Team. Aber nur ein, ha? Huh? Well, okay. Dann, ich muss treu sein, so was mein Herz sagt. Ich gehe mit Sarah. Applaus!